willkommen wieder mal zurück zu Zelda Skyward Sword, meine lieben Freunde. Immer noch im vierten Dungeon, im Höhlenheiligtum, habe ich wenigstens einen neuen Gegenstand bekommen, nämlich die Peitsche, und mit der kann ich allerlei Sachen machen. Und hier habe ich dann noch schnell den Hebel gezogen, wodurch dieses Gitter verschwunden ist. Also es hat sich geöffnet und jetzt kann ich hier immer schön wieder durch. Und ich glaube, hier muss ich dann eh auch noch was machen. Hier drüben kann ich mich jetzt sogar so rüberschwingen. Ich glaube, ich muss hier... Achso, nee, jetzt komme ich ja wieder davon, da bin ich ja gekommen. Vergesst es wieder. Ich muss es nämlich hier eh weitermachen. Ich muss es nämlich schaffen, dass sich dieses eine Seerosenblatt hier in der Mitte nach oben dreht, weil da ja ein Unterwassertunnel ist. So, wartet mal, wie war denn das? Ich glaube, ich muss hier mit einer Wasserschraube hochkommen. Ja, das war ganz knapp, aber ich habe es geschafft und krieg schon wieder einen Bernsteinhalben. Und was machen die alle hier? Alter, 21 Stück, ich werd wahnsinnig. So, also Peitsche nehmen. Schwumms und zack, umdrehen. Dann kann ich nämlich hier hoch. So. Die Skullwandler habe ich schön noch abgeknallt vorhin. So. Genau, jetzt komme ich nämlich hier hoch. Warte mal, friss doch einfach eine Bombe. Ah, lecker Bombe. Sehr lecker. Gut für die Verdauung. Nur hast du dann keine Verdauung mehr. So, einfach von hier oben wieder auf das Seerosenblatt springen. Und es ist umgedreht. So, und jetzt kann ich hier unten natürlich durchtauchen, weil die Wurzeln nicht mehr im Weg sind. So, unten sehe ich einen 20er Rubin, aber irgendwie habe ich den gerade... Achso, wollte schon sagen, irgendwie habe ich den gerade nicht gekriegt, aber hier ist er doch. Komm schon, hol ihn dir. Sehr schön. Schon wieder diese Kugelfische. Bam! So, umgebracht. Auch wenn ich Schaden genommen habe, ist mir egal. Schon wieder. Bam! Alter! So, hier muss ich hin. Weil hier ist eine Treppe. So. Gott! So, jetzt bin ich hier drüben und hier muss ich jetzt nämlich wieder mit der Peitsche dieses Ding hier aktivieren, wodurch eine Wasserfontäne nach oben schießt und die trägt auch das Seerosenblatt nach oben. So, jetzt muss ich allerdings halt wieder darüber und dann muss ich halt das Blatt wieder umdrehen, sonst komme ich ja da nicht rüber. So, hepp. So, rüberjumpen, dann hier hoch. So. Dann wieder hier lang. So, und jetzt einfach mal wieder schön mit der Peitsche umdrehen. Und dann mit viel Anlauf rüberspringen und nochmal rüberspringen. So, und dann geht's hier weiter. So. Ist hier irgendwas Gefährliches? Nein, hier ist einfach nur ein Hebel für ein Gittertor. Oh, komme ich nicht ran? Dann brauche ich doch die Peitsche. Schwupps. Und aufmachen. So, hier sind wieder diese gefährlichen Vögel. Ich glaube, ja, der hat mich eh schon gesehen. Mann, der muss seine Schwanzfedern runterlassen, weil sonst erwische ich ihn mit der Peitsche nicht. Na los, komm her. Danke, dummes Vieh. Und voll erstochen. So. Ah ja, genau. Hier gibt's jetzt erstmal wieder nervige kleine Spinnchen. Die muss ich erstmal abknallen. Na. So, ist hier sonst noch eine? Nee, das war nur die eine da. Okay. Egal, aber ich muss hier auf jeden Fall rüber. Achso, nee. So rum. Dann loslassen und hier lang. Hallo? Jetzt wollte ich schon sagen, warum kann ich mich nicht bewegen? Hier rüber und hier runter. So, und hier drüben ist wieder was für meine Peitsche. So, und schwupps. So, dadurch gibt es auch hier wieder eine Wasserfontäne. Und dies ist eigentlich nur eine Abkürzung, damit ich wieder von dort unten hier hochkomme. So, achso, da drüben ist eine kleine Schatztruhe. Wie fies ist das denn, bitteschön? Und tot. So. Ja, dann springe ich halt einfach hier ran. So.
Da sind sich eben nur 20 Rubine drin, aber wenn ich es mir doch leisten kann, hole ich sie mir. Also wenn ich hier noch Platz habe, aufmachen. Na, ich habe recht gehabt. 20 Rubine gehören mir. So. Also entweder über die Wassersäule rauf oder halt wieder hier über die Ranken. So. Ach so, nee, das ist jetzt eh umständlich. Nehmen wir gleich mal die Wasserfontäne, ist besser. So, dann kann ich euch gleich zeigen, dass das auch schön funktioniert. Ja, schwupps, und schon bin ich wieder hier oben. Und dann ist hier drüben noch was für meine Peitsche, nämlich ein Hebel. So, runterziehen. Und dann fährt die riesige Statue ebenfalls nach unten. Und wir sehen, da unten ist sogar eine Tür und die bewegt sich halt jetzt auch hier hin. So. Wunderbar. Und jetzt, ach so. Nee, oder? Komm, nee, hier komme ich gar nicht rüber. Dumm-di-dumm-di-dumm. Nee. Ich glaube, jetzt muss ich einfach nur hier runter. Und dann wieder durch die Tür. So. Allerdings hat sich das Ganze jetzt eine Ebene nach unten verschoben. Also von der Idee her finde ich es richtig geil, dass sie das so machen. So, ich bräuchte eigentlich keine Rubine, sondern mal ein paar Herzen. Das wäre schön. Ich habe nur noch 4 und will meinen Herzen jetzt nicht verschwenden. Naja, egal, ich gehe weiter. So. Gut, und wenn ich jetzt wieder hier runterspringe. So, Paraschal. So, dann war das hier eigentlich der Raum, wo ich gegen den Stahlmeister gekämpft habe. Und wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, komme ich ganz woanders raus. Oh mein Gott, jetzt befinde ich mich im richtigen Bereich des Untergeschosses vom Höhlenheiligtum. Hier unten ist es eher teuflisch und nicht heilig und hier gibt es Zombie-Bockblins. Und die stehen sogar immer wieder auf, wenn ich sie nicht mit einem Fangstoß erledige. Seht ihr? Ekelhaft. Und einfach nur nervig. So. Loslassen. Na, und stirb. Aber diesmal richtig. So. Zack, also den muss man wirklich mit einem Fangstoß umbringen. So. Weil sonst stehen die immer wieder auf. So. Dann stirb doch mal. Und zack. So, ein Herzchen. Und du stirbst auch. Und tot. Schwupps. So. Also hier unten gibt es mal gefährliches, ekliges Giftwasser. Und noch einige andere fiese Kreaturen. Die graben sich voll aus der Erde. Und stirb. So, und du auch. Sehr schön. Alter, wie das hier aussieht. Wer hätte je gedacht, dass unterhalb des Höhlenheiligtums so ein Ort existiert. Und ausgerechnet hier unten finde ich den Schlüssel, den ich brauche. So, wartet mal, wie war denn das nochmal? Hier unten gibt's brennende Fledermäuse. Und hier unten, glaube ich, kann ich schon wieder eine Wand der Göttin entstehen lassen. Das werde ich sogar machen, weil dann kann ich mir Herzen zeichnen. So, genau. Ich werde mir einfach Herzen zeichnen und dann habe ich eh die Möglichkeit, mich zu heilen, wenn ich jetzt ein schönes Herz hinkriege. So. So, das müsste doch als Herz durchgehen, oder? Jo, Alter, so viele. Und ich bin vollständig geheilt. Geil. So, was steht denn hier? Triff die in den Augen verborgenen Juwelen. Der Mund schließt sich, der Fluss wird gestoppt. Aha. Also dieser giftige Wasserfall hier.
Wartet mal, gibt's da drüben nicht auch? Wartet mal. Ich glaube, ich spring mal hier rüber. So, na! Schwupps! So. Ah ja, da könnte ich mich dann rüberschwingen, das bringt mir nichts. Nee. Ich glaube, dann kann man den Käfer doch durch diesen Wasserfall durchschicken, weil den brauche ich jetzt nämlich. Ich habe zum Glück ja den schönen, coolen Kraftkäfer mit Turbo-Funktion, der noch viel weiter fliegen kann als normal. So, also ich glaube, ich muss jetzt hier eben ganz geschickt die Donnerblume aufheben, hier durchfliegen. Nein, das geht nicht. Was zum Teufel? Muss ich hier so rundherum fliegen? War das so gedacht? Vielleicht mache ich hier auch gerade totalen Blödsinn. So. Aber erstmal muss ich doch da drüben zu dem Felsen und den zerstören. Das sind schon wieder zwei drehende Säulen. Also ihr seht schon, der Kraftkäfer kann echt weit fliegen und... BAM! Sehr schön. So. Aber das gefällt mir noch nicht so ganz. Oder muss ich den Käfer einfach von hier ohne Donnerblume einfach hier reinschicken? Ich glaube schon. So, denn hier drin ist ein Kristallschalter. Haha! Okay, hätte gar keine Bombe gebraucht. So. Lol, und dann wäre es auch einfacher gewesen, wenn ich mir dann erst die Donnerblume geschnappt hätte und darüber geflogen wäre. Aber ich habe es halt etwas umständlicher gemacht. Egal. Geschafft ist geschafft. So. Okay, weiter im Text. Jetzt muss ich nämlich irgendwie hier rüberkommen. Mit der Peitsche natürlich. Schwingen und springen. Dann muss ich irgendwie... Ah, seht mal, hier kann man nämlich ganz hoch. So, und da drüben... Ah, ich weiß schon wieder. Das war hier ganz schön gefährlich. Ich muss hier, glaube ich, hier so rüber. So, wartet, hier kann ich mich kurz ausruhen. So. Ich muss aber hier auf die andere Seite rüber. Hier hin. So, genau. War denn das jetzt? Seht mal, hier ist jetzt eine Plattform, die sich ganz schön schnell im Kreis dreht, aber die dreht sich so im Kreis, dass ich eigentlich gegen diese Stacheln hier gedrückt werden würde oder geschleudert werden würde, aber da oben ist ein Hebel. Das heißt, ich muss den Hebel aktivieren. Also, ich muss ihn ziehen. So. Hier rüber. Mit der Peitsche natürlich wieder. Schwupps. Und... alle Säulen drehen sich in die andere Richtung. So, und das müsste auch genügen, wenn ich von hier rüberspringe. Genau, jetzt komme ich nämlich hier hin. Anders würde das nicht gehen. Und hier sind schon wieder Zombie-Bockblins. Geht doch einfach mal richtig sterben. Nicht nur so halb, sondern richtig. Und tot. Eigentlich lassen Zombie-Bockblins auch was Schönes fallen, aber irgendwie habe ich einfach kein Glück. Obwohl ich die Schatzmedaille dabei habe. Na, seht ihr, die lassen einfach nichts fallen. So. Dann muss ich dort drüben weiter. So, hier wieder dranhängen. So, dann muss ich hier rüber. Schwupps. So, warte, dann... Ah ja, genau, dann hier hoch. Dann muss ich nämlich den Hebel gleich wieder umlegen, damit sich die Säulen wieder anders herumdrehen. Aber jetzt bin ich ja eh auf der anderen Seite. Also wieder nach rechts. So, jetzt dreht sich alles wieder in die andere Richtung. Also so wie vorhin. Und jetzt kann ich auch mit der großen Säule hier mitfahren auf die andere Seite. Oder war ich hier gerade? Nee, hier war ich nicht gerade. Ist eh richtig. So. Haut ihr wohl ab. Dankeschön. So, oh Gott. Hier ist... Ja, das, anfangs dachte ich ja fast schon, dass das irgendwie Eis ist oder so, aber nein, das ist kein Eis, das sind Knochen. Jede Menge Knochen. Aber wartet kurz, bevor ich jetzt hier an diesem dünnen Faden wieder nach oben klettere, gibt es hier drüben nämlich noch eine Wasserfontäne zu aktivieren. Und damit macht man sich quasi eine Abkürzung.
Sehr schön. So, da drüben ist nur was für den Käfer. Lass ich lieber. So, also jetzt könnte ich immer schön hier wieder zurück. Weiß gar nicht, sind die Zombies jetzt eigentlich wieder da? Nee, sind nicht wieder da. Aber wie gesagt, ich finde es schade, die haben jetzt alle überhaupt nichts fallen gelassen, außer Herz und Rubin, aber die haben halt auch ein Item, was sie fallen lassen. Und obwohl ich hier eben, wie ihr sehen könnt, ja die Schatzmittel dabei habe, hatte ich einfach kein Glück. Na egal. So, ich muss jetzt hier nichts weiter tun, als hier hochklettern, aber jetzt passiert gleich was echt Ekliges. Wenn ich hier nämlich hochklettern will, dann kommen von unten, oh mein Gott, ganz viele Zombie-Bockblins. Und ich muss immer weiter klettern. Immer weiter klettern. Wenn mich einer packen will, einfach abschütteln. So, dann fallen sie wenigstens runter. So, und weiter klettern. Immer weiter klettern. So, und jetzt bin ich hier oben. Was steht denn hier? Bewege die Statue zurück und klettere am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel. Wow, das ist schon fast wie eine Komplettlösung, ey, echt jetzt. So, Bernstein-Halbmond. So, genau, hier. Erstmal den Hebel ziehen. Dann fährt hier nämlich auch wieder so ein Steinpodest raus. Und jetzt kann ich den Hebel da drüben auch von der anderen Seite aus erreichen. Jetzt muss ich eigentlich nichts weiter machen, als die Peitsche hier wieder dran werfen und den Hebel wieder nach oben zu ziehen, dass auch die Statue wieder nach oben fährt. Aber dann muss ich halt nicht da wieder durch die Tür gehen, sondern eben, wie es da geschrieben stand, das Seil wieder runterklettern. Oder ich kann auch einfach runterspringen. So. Also, einfach wieder runterjumpen. Genau hier. Allein wie die Musik klingt. So. Das soll das nochmal verdeutlichen, dass ich mich hier in den tiefsten Tiefen befinde. So. Ja, und jetzt glaube ich, muss ich eh nochmal hier lang. Lol, jetzt gibt es hier einen Bernstein-Halbmond und jetzt müssten, glaube ich, auch wieder immer noch keine Zombies da? Lol. So, aber seht mal, jetzt komme ich hier an die Schatztruhe ran. Endlich! Du hast den gesegneten Schlüssel erhalten. Diese Holzschnitzerei strahlt Güte aus. Sie ähnelt der Statue im oberen Stockwerk. Oh mein Gott. Scheibenkleister, am besten einfach rennen! Dann werden sie sowieso geplättet. Mir passiert nichts. Ja, da brauche ich sie gar nicht bekämpfen. So. Und pfuh, alle Matsch. So, und jetzt kann ich einfach hier durch die Tür. Und dann bin ich wieder hier drin. Und die Wasserfontäne tragt mich nach oben. So. Und jetzt muss ich einfach von Wasserfontäne zu Wasserfontäne immer weiter rauf und da oben mal versuchen, den Schlüssel einzusetzen. So, das kann ja wieder was werden. Das gibt ja wieder Handgelenksverrenkungen Deluxe. So, hier. Sieht ja wirklich aus wie ein Lotus. So, wartet mal, wie muss man denn das Ding drehen? Ich glaube, so, dass das, dass die Buddha-Statue nach hinten zeigt und dann... Nee. So, glaube ich. Oder? So. Wartet. Ich hab's fast. Oder auch nicht. Ah, ich hab's. Nein. Verdammt. Ich hatte es doch gerade. Jetzt. Ach, na bitte, war gar nicht mal schwer. Wow, und jetzt hat sich das Tor geöffnet. Und was steht denn hier? Suche den Schlüssel in der Tiefe. Ja, das habe ich ja gerade gemacht. Unseren bisherigen Erfahrungen folgen nämlich an, dass der auf der Steintafel erwähnte Schlüssel für den Mechanismus vor uns benötigt wird. Ja, das habe ich ja gerade gemacht. So. Und hier oben gibt es jetzt nochmal vier von diesen komischen
Pseudo-Hebeln, die ich alle mit der Peitsche rausziehen muss. Alle nacheinander, die Reihenfolge ist dabei egal. So, hier drüben sind die anderen beiden. Und nochmal. So. Und das Ganze fährt noch eine Ebene weiter rauf. Wow, das war ganz schön krass. So, und hier oben, ganz oben, gibt es schon wieder einen Bernsteinhalbmond, lol. Nee, was es hier aber sonst noch gibt, das ist jetzt eine weitere Vogelstatue und eben die Treppe, die mich zum Endbossraum führt. Und ich möchte es eigentlich gerne spannend machen, deswegen werde ich hier speichern. So, bei dieser Vogelstatue speichern. Und im nächsten Part ist dann wieder mal Endboss-Time, meine lieben Freunde. Und dann finde ich auch hoffentlich endlich die erste der drei heiligen Flammen. Also, freut euch schon mal auf den nächsten Part. Tschüss!